Du willst wissen, wie du ganz entspannt so ein papierdünnes Auto in Rocket League Sideswipe bekommen kannst? Oder du willst wissen, wie dein Auto anstelle von super dünn wie ein Papier auch ein bisschen mehr auf Jumbo-Schreiner-Niveau ist? Dann Leute, seid in dem Video genau richtig. Ganz wichtig, Freunde, wenn ihr nichts mehr davon verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen, Freunde. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Rocket League Sideswipe Video. Und Leute, heute haben wir einen kleinen süßen Trick, womit ihr super geil eure Freunde verarschen könnt. Deswegen Leute, es ist super, super einfach und super versteckt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es ein paar von euch schon noch aus der Beta. Da konnte man damals noch ein bisschen mehr damit machen. Da konnte man damals nämlich auch als Papier, ihr hört schon richtig, als Papier im Rocket League selber spielen. Jetzt geht es leider nur noch in der Lobby, aber ihr könnt es super einfach machen. Ihr könnt damit ein bisschen eure Freunde verarschen. Alles, was ihr machen müsst, ist hier oben auf die Schraube zu drücken. Ich weiß nicht, jetzt ist gerade meine Facecam drüber, aber ihr wisst, was ich meine. Auf die Einstellungen gehen, dann auf weitere Einstellungen. Ihr geht hier einfach ganz entspannt, wenn ihr hier seid, auf Credits, dann scrollt ihr hier nach ganz, 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 ganz unten und dann steht da ganz besonderer Dank, du. Und dann drückt ihr hier einfach auf das Du, dann öffnet sich ein extra verstecktes Fenster. Es wirkt übel hackermäßig, was man hier macht. Dann gebt ihr hier in diesen Feld einfach Paper ein. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt. Wenn es noch andere gibt, schreibt es super, super gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da noch mehr kennt. Ich kenne bis jetzt leider nur Paper. Es kann sein, dass es noch mehr gibt. Ihr müsst dann einfach nur auf Abschicken drücken. Zack. Und dann seht ihr es schon hier in der Lobby. Euer Auto ist einfach so dünn wie ein fucking Papier. Und dann könnt ihr eure Freundin damit trollen und sagen, guck mal, mein Auto ist irgendwie ein bisschen komisch. Und dann sagt, ist nur ein kleiner Gag, ist jetzt nichts Wildes. Aber so Leute, wir können ja jetzt einfach mal ausprobieren, mit dem Papierauto ins Training zu gehen. Und wie wir dann schon sehen, ist das Auto wieder leider ganz normal, Freunde. Also, damit kann man leider nicht zocken. Ich weiß noch, früher in der Beta konnte man damit spielen, heutzutage leider nicht mehr. Ist wirklich nur ein kleiner Trick. Auch wenn wir jetzt hier zurück zum Hauptmenü gehen, ist unser Auto auch wieder normal. Ist nur ein kleiner Trick, wo ihr ein bisschen eure Freunde mit verarschen könnt. So Freunde, wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr den Jumbo Schreiner unter den Autos bekommen wollt, einfach hier wieder bei weiteren Einstellungen, Credits, ganz runter scrollen und dann gebt ihr nicht Paper ein, sondern White Swipe. Also ein bisschen ähnlich wie Side Swipe, sondern ihr gebt nur White Swipe ein, drückt auf Abschicken und dann gehen wir mal zurück und dann guckt es euch an. Wie geil sieht es bitte aus? Freunde, den ganzen Tipp hat mir der liebe Dusty gegeben. Ist der erste Link vom Dusty, also von Dusty, seinem TikTok-Channel. Der gibt ja auch ganz viele Tipps in Rocket League Side Swipe und haut euch die geilsten... Ich finde dieses Auto so geil und haut euch wirklich die geilsten Tipps und Tricks da rein. Deswegen, Freunde, lasst unbedingt ein Follow bei ihm auf TikTok da. Ist der erste Link in der Videobeschreibung. So, Freunde, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es noch mehr Tricks gibt. Sagt es mir unbedingt, schreibt es unbedingt in die Kommentare, wenn es noch mehr coole und lustige Sachen gibt, die man hier machen kann. Natürlich, im Training ist es wieder nicht da, aber... Vielleicht gibt es ja, wenn es noch mehr gibt, noch einen Teil 2 davon. Freunde, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke, ihr wisst Bescheid. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke für euren ganzen Support. Und ich würde sagen, haut rein und ciao. Ciao.